Südafrika, Autofahrt durch eine Todeszone. In den zahlreichen Siedlungen beiderseits der Fahrbahn tobt ein grausamer Krieg, den wohl kaum jemand hier überleben wird. Ganze Landstriche sind schon verwaist und auch in den Industriezentren, wie hier in Mandeni, droht das Aussterben der gesamten Bevölkerung innerhalb nur einer Generation. Nirgendwo auf der Welt gibt es höhere HIV-Infektionsraten. Und mittendrin eine Station der Barmherzigkeit, ein Hospiz für AIDS-Patienten im Endstadium. Der Benediktinerpater Gerhard Lagleder leitet das Hospiz, das der Malteserorden hier gegründet hat. Er kümmert sich um jene, denen nur noch wenige Tage oder Wochen in diesem Leben bleiben. Über 160 ehrenamtliche Malteserhelfer unterstützen den Geistlichen dabei, den Schwerkranken ein Sterben in Würde zu ermöglichen. Der gebürtige Regensburger Lagleder ist Krankenpfleger und Seelsorger zugleich. Damit verkörpert er für viele beispielhaft das ritterliche Motto des Malteserordens Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, Bezeugung des Glaubens und Hilfe für die Armen. Wir haben 40 Betten in unserer Krankenstation und sind damit das größte Hospiz in Südafrika. Wir haben aber auch noch andere Programme vom Hospiz aus. Das heißt, wir leisten häusliche Pflege, wir fahren raus in den Busch, besuchen die Kranken zu Hause, helfen den Familien, mit ihren Kranken dort fertig zu werden. Und zum Zweiten haben wir dann auch Tagespflege. Das heißt, man kann seinen Angehörigen zu uns bringen. Tagsüber wird er von uns versorgt und am Abend geht er wieder nach Hause. Menschliche Zuwendung und medizinische Versorgung. Diese Pflege ist für die ohnehin meist mittellosen Patienten kostenfrei, denn auch diese Einrichtung wird zu 100% aus Spenden finanziert. Ich möchte daran erinnern, dass wir den Patienten hier keine Rechnung stellen. Ich sage immer, einem Nackten kann man nicht in die Tasche greifen. Ein Bettler hat nichts und die Leute können keine Patientenbeiträge leisten. Insofern müssen wir für jeden Cent, den wir hier ausgeben, Spendenwerbung betreiben. Unsere einzige Einnahmequelle sind Spenden. Muelo hat AIDS. Er ist im Hospiz in KwaZulu-Natal, der südafrikanischen Provinz mit der höchsten HIV-Infektionsrate der Welt. Kinder im AIDS-Hospiz, das macht einen erst einmal tief traurig. Aber ich weiß, diese Kinder haben dort eine echte Chance, solange sie die Medikamente bekommen. Muelo ist 5 Jahre alt. Eingeliefert wurde er ins Hospiz wegen einer Lungentuberkulose. Es geht ihm nicht gut. Aber solange er antivirale Medikamente bekommt, kann er überleben. Ein Mönch aus Bayern, Pater Gerhard Langeder, leitet das Hospiz. Er ist reingekommen zur Beobachtung, dass wir das unter Kontrolle bringen. Und wenn es ihm wieder gut geht, dann kann er wieder heimgehen. Oveto ist 3 Jahre alt, auch sie hat AIDS und kämpft derzeit mit einer Atemwegsinfektion. Das Kind ist entwicklungsverzögert. Der Arzt will das Blutbild bestimmen, um die Dosierung der Medikamente zu prüfen. Der Weg zur Untersuchung führt an den Zimmern der erwachsenen AIDS-Patienten vorbei. Schwerkranke Menschen, die in liebevoller Atmosphäre gepflegt werden. Oveto ist tapfer. Sie bleibt ruhig, bis der Arzt ihr die Nadel in den Arm sticht. Besuchszeit im AIDS-Hospiz in KwaZulu-Natal. Die Oma von Muelo kommt, um nach ihrem Enkel zu schauen. Muelo freut sich, aber der Junge hat Heimweh und jetzt bricht es durch. Er will mit der Oma nach Hause. Ja.
Nein, sagt die Oma, du musst noch hier bleiben, du bist doch krank. Was willst du zu Hause? Wir haben dort kein Spielzeug und nichts zu essen. Die Oma wohnt hinter der Papierfabrik. Das qualmende Ungeheuer dominiert die Siedlung und verpestet die Luft. Die Oma versorgt die vier Kinder ihrer Töchter. Alle sind HIV-positiv. Auch Oveto hat Besuch. Die Mama ist gekommen. Oveto beklagt sich über die schmerzhafte Blutentnahme. Die Mama tröstet und versucht, das Kind abzulenken. Dann ist die Besuchszeit zu Ende. Muelo und Oveto trennen sich schweren Herzens. Alle 12 Stunden müssen die Kinder ihre AIDS-Medikamente einnehmen. Manche sträuben sich. Oveto und Muelo schlucken brav ihre Medizin. Die Arznei ist sehr teuer, die Finanzierung nicht gesichert. Das Hospiz ist auf Spenden angewiesen. Doch die Tragödie hat noch eine andere, grausame Variante. Plötzlich sind die Kinder da von verstorbenen AIDS-Patienten, oftmals selbst HIV-infiziert. Pater Gerhard handelte schnell. Betreuerinnen wurden eingestellt und ein Kinderhort erbaut, gleich neben und über dem Hospiz. Vorerst also sind diese Kleinen hier gut versorgt, doch ihre Zukunft ist ungewiss. Und vor allem, auch hier werden es immer mehr. Der Benediktiner und Malteser Gerhard aber will keinesfalls aufgeben. Da präsent sein, wo andere wegschauen, ist seine Devise. Und ich sage immer, ich kann nicht von der Kanzel fromme Sprüche predigen, wenn mir in der Zwischenzeit die Leute verhungern. Und ich muss also den Leuten in meiner Pfarrei, in dem Gebiet, in dem ich zuständig bin, helfen. Und die Liebe Christi muss ja in Taten gezeigt werden, nicht nur in frommen Worten. Und so haben wir gesagt, wir müssen jetzt was tun, wo den Leuten wirksam geholfen wird.
Siago bonga, 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 siago bonga